Als der Mann noch auf allen Vieren kroch, geilte er sich am Hintern der Frau auf. Den wackeligen, üppigen Part des Gesäßes haben inzwischen die Brüste übernommen und auch sonst hat sich in der Sexualität so einiges geändert. Ahoi liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Mentally Challenge Border Chimondochas herzlich willkommen. Heute Fortpflanzung und Sexualität im Wandel der Zeit versus Gott bzw. Religion. Seit Anbeginn der Zivilisation poppten sich Mann und Frau quer und gleichgeschlechtlich durch die Weltgeschichte. Sex war eine überaus beliebte Freizeitbeschäftigung, fernab von Büchern, Fernsehen, Internet, Computerspielen und Crystal Meth. Außerdem musste damals der verantwortungsvolle Erwachsene so viele Kinder wie irgend möglich zeugen, damit die wenigen, die die damalige Medizin- und Hygienevorschriften überlebten, ihn im Alter pflegen und versorgen konnten. Plötzlich wurden Geburts- und Operationssäle steril, wodurch nicht nur mehr jedes fünfte Kind überlebte, die Pensionsversicherung wurde erfunden und die Frau kämpfte für ihre Gleichberechtigung und wollte nicht nur mehr als Babymaschine angesehen werden. Die Wichtigkeit, Kinder zu bekommen, rückte in den Hintergrund und divergierende Sexualpartner führten zu AIDS. Heutzutage wird der Mensch durch Werbung, Mode, Trends, Fernsehen und Internet mit Sex bombardiert. Gerade TV-Serien wie Sex and the City und Two and a Half Men kamen bald keine Folge mehr ohne Anspielungen auf Oral- oder Analsex oder sämtliche andere Praktiken aus. Tabu um Tabu wurde gebrochen. Zum Ausgleich verbesserten sich Abtreibungs- und Verhütungsmittel, was wiederum die Sexualität der Menschen veränderte, was wiederum zu einem Statement der Kirche führte, die Männer und Frauen als Mörder darstellte. Liebe Glaubensführer dieser Welt, laut euren Lehren hatte wohl Gott die überaus faire Idee, bei jedem Orgasmus mehrere Millionen Spermien auf den Weg zu schicken, wobei nur bei viel Glück eines eine Chance bekommt und in der Bibel steht, die Letzten werden die Ersten sein. Interessanter Humor. Gott scheint eine Ablehnung gegen Sprinter zu haben, denn der Weg zum Ei ist für die kleinen Spermien eher ein Marathon und auch für Wiffzacks hat er wohl nicht viel über, denn es gibt keine schlauen Abkürzungen. Gott liebt die Ausdauernden und Durchhaltenden, die Rücksichtslosen und die Rempler. Wahrscheinlich sind sie die besseren Gläubigen. Und wenn ihr irgendwann wieder mal irgendwo verloren habt, so macht euch immer klar, ihr habt zumindest einmal schon gewonnen. Selbst die Intelligentesten von uns waren einmal die Stärksten und Schnellsten. Was war da wohl mit den anderen Spermien los? Was hieße es wohl für die Menschheit, wenn nicht die Ausdauernden und Stärksten, sondern die Schlausten ein Lebensticket bekommen würden? Links oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren, rechts oben kommt ihr zu meiner Playlist, ein Daumen nach oben hilft immer und sobald ich mein Buch Steinerne Saat herausgebracht habe, gebe ich euch gerne Bescheid. So dann Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.